Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem MC Fishman und dem Xenosan HD. Hallo. Was geht ab? Leute, was geht ab? Jo, willkommen. Wir werden heute in dieser Folge vom Creeper wegrennen, weil ich habe Angst vor Creepers. Nimm deine Ratte. Okay, bloß eine Katze. Ich werde wieder mal Haus flicken, wie sonst auch. Was hast du mit meinem Haus gemacht? Creeper. Den einen Tag. Ich weiß gar nicht, wann war das? Freitag? Da war ich bei meiner Schwester. Und da war es schon dunkel. Es war ein bisschen Licht an. Waren die ganz ausgeleuchtet halt im Wohnzimmer. Und auf der Heizung lag Ingwer. Und das sah aus wie eine tote Ratte. Ich dachte, was hat die denn dort liegen? Tote Ratten. Dann habe ich erstmal erkannt, dass das Ingwer ist. Jo, alles klar. Der ist gut. So. Ich muss mein Schwert verzaubern. Das ist ein Krampf. Ich wollte ja Level farmen gehen, ne? Ja. Oder erstmal gehe ich die Welt erkunden. Brauchst du nicht machen. Das ist ein Inselstaat und das ist nicht gescheit zu Oh nein, mein Minecraft laggt. Nein, bitte. Ja. Oh. Levels. Was, tschüss? Ja. Wenn's laggt und du knallst irgendwie auf der Tasse rum. Und tschüss. Na, solange wie es euch nicht geht wie anderen YouTuber, der vom Spiel weggeht, sich auf der Couch setzt, einpennt und dann wird er weggenommen zum Spiel und alles, was er hatte, ist fort. Alles gut. Alles klar. Ach so, geht das jo. Was? Ach ne, ich rede gerade hier mit mir selbst. Ich weiß nicht, ob man den YouTuber hier mit erwähnen durfte. Warum nicht? Das ist die Frage, das ist einer der größten YouTuber Deutschlands. Ja und? Ich glaube, ein bisschen Werbung wird ihm schon gefallen. Support ist kein Mord. So, na dann. Den Grüße an Kronk raus. Kronk, liebe Grüße gehen raus an dich. Und dann sind Meister. Raus. Wie wurde das? Du. Was hat man einer gesagt? Hätte Kronk nie Minecraft Let's Play, wäre das nie so bekannt geworden? Wär's so nicht. Ja, das kann schon echt stimmen eigentlich, ja. Ja. Ich glaube nicht, dass das so bekannt wäre jetzt, wie... Also wenn Kronk nicht angefangen hat, glaube ich, wäre es nicht so bekannt gewesen. Ja, das haben viele. Ich weiß noch nicht, ob da was groß dran ist. Doch, ich glaube schon, doch. Naja. Es gibt ja so viele kaputte, die ja jetzt machen und mehren und ich habe ja auch noch jemanden, den ich mit reinziehen könnte hier ins Boot. Bloß halt, der ist halt noch unter der minderjährigen Grenze, aber unbedingt Projekte machen will mit anderen YouTubern. Ich weiß nicht, ob man den hier mit reinziehen kann, wenn er Lust hat drauf. Ja, müssen wir mal später irgendwann besprechen. Genau, müssen wir mal später mal besprechen. Das machen wir mal offscreen. Könnt ihr mal bei YouTube suchen. Nilfer TV heißt der. Nilfer TV. Ja, Nilfer TV. Liebe Grüße geht raus, ne? Ja. Der ist, ein bisschen, naja, keine Ahnung. Ich hab den jetzt schon angekündigt, dass ich ein Hardcore-Projekt bald vorhabe. Wo ihr beide auch mit eingeladen seid dazu. Nice. Mhm. Einmal tot raus. Also. Aber das Ding ist halt bloß, ne? Ich werde dann immer nur am Wochenende dann aufnehmen können. Also bin bald in Hoyerswerda und dann wohne ich da erstmal und da habe ich kein Internet und kein PC mit. Deswegen bin ich dann nur am Wochenende meistens zu Hause. Ach, das ist doch hier Ding. Ja, das ist zwar schon ein bisschen doof mit den Aufnahmen und so. Da wirst du dann am Ende natürlich als Gewinner rausgehen. Wenn die da ist, kann ich verrecken. Also. Was ist das für ein Projekt? Willst du das uns spoilern? Oder offscreen besprechen mal? So. Ja, das kann ich hier aufmachen, das ist nicht so tragisch. Das läuft über unser Lieblings-Server-System. Ja. Und das ist einfach nur simpel Hardcore. Wer rausfliegt, ist. Wer verreckt, fliegt. Mhm. Also so wie Varo. Ja, genau. Es soll nice. Sowas in der Art wie Varo werden. Bloß ich weiß nicht, ob ich noch ein paar YouTuber dazu kriege.
Nice. Ich würde ja gerne die höheren YouTuber dabei haben wollen, aber ob die mitmachen, ist die andere Seite. Ja. Es gibt aber leider Gottes nicht solche Sachen wie bei Varo, weil ich habe die Programmierergewalt nicht, ich krieg das nicht auf die Backe. Mhm. Wenn zum Beispiel die, die in Teams sind, sich gegenseitig schlagen, passiert nichts, schlagen es aber andere Teammitglieder, klappt. Mhm. Da habe ich das Programmierer geschickt. Wenn da einer hier dazu hört und zuschaut, da weiß, wie es geht, kann mich gerne anpiepsen. Mach mal. Facebook, Denosan HD, viel Spaß, schreibt mir an. Gibt's als Profil wie auch als Seite. Wollte ich denn jetzt? Ich mache jetzt doch heller. Ich bimmel ja komplett alles. Also ja, aber geil wäre doch auch, wenn man so eine. Na gut, hört sich cool an, so mit den Sperren, aber bloß so jetzt als Vorschlag so für irgendein anderes Projekt irgendwann vielleicht mal, wenn man irgendwie nur eine Sperre, wenn man das hinkriegen könnte, so wie du kennst ganz bestimmt Unge. Hm. Projekt Liro. Da hat er zum Beispiel, wenn man stirbt, immer nur 6 Stunden oder 12 Stunden oder so tot. Und danach kann man auf dem Server wieder. Das Problem ist, ich habe nur bei Nitrado die Einstellung gesehen, Hardcore, tot, für immer tot. Achso, okay. Man kann das, ja, das auch, man kann den müsste man auch programmieren und alles. Genau, genau. Ich will auch hier mit World Editor, wie das heißt, will ich auch so ein bisschen umändern, dass man zum Beispiel in der Welt ums Verrecken keine Dias findet. Mhm. Dass man das dann, sag ich, wie bei anderen Projekt, da muss man das bei A Villager am Spawn gegen Weizen zum Beispiel tauschen. Okay. Stack Weizen gegen ein Dia. Hm. Das heißt also für dich, im Untergrund musst du dir eine Base aufbauen, die ich zum Beispiel nicht finden darf, als dein Gegner. Weil wenn ich die nämlich finde, kann ich sie plündern und zerstören. Mhm. Aber wie man das jetzt macht mit A Team Backpack oder so, das muss ich mich erst auseinandersetzen. Ja, da muss man sich. So wie so eine Taste, da gibt es dann, glaube ich, Team slash Back ein, glaube ich, dann kommst du dann auf das Team Backpack. Damit muss man sich beschäftigen. So. Moin. Ich habe Besuch in meinen heiligen Höhlen. heiligen Hallen wollte ich sagen. Wo bin ich eigentlich? Ja, da. Gut. Ich brauche Labis, scheiße. Mein Neffe. So. Guten Tag. Hallo. Sie besitzen noch, Moin, Sir. Bestimmt noch. Wie heißt es? Glowstone. Er muss in der Kiste gucken. Mein Neffe kann sich nicht entscheiden, wo er schlafen soll. Hier ist noch Glowstone. Ne? Er überlegt immer zwischen. Danke sehr. Warte, ich brauche nur zwei. Zwischen den Zimmer von meiner Schwester und mein Zimmer. Läuft hin und her, legt sich dahin, legt sich dahin. Was wäre? Mein Neffe. Er weiß nicht, wo er schlafen soll. Oh, Entschuldigung. Also, bleib oben. Gib einen Baum mit einem Holzhammer, da pennt er auch so. Egal wo er steht und liegt. Mensch, ich hab wieder was vergessen. Oh, ich hab bekloppt heute. Das ist ein Let's Play, Alter. Chaos hochziehen. Ich hab einen Haufen verändert. Jetzt renne ich auch noch rum und rüber und rüber und. Ich werde mein Lager aber bald verlegen, ne? Wieso? Von unten nach oben. Braucht ab und zu schwer da reinzukommen. Das ist doch nicht schwer. Oh, das soll schon leichter machen. Ich will ja, dass es bald ja auch komplett, dass das Lager auch komplett dann in der im euren Lager ist. Hm. Okay. Am besten direkt mit dem Gang von euren Lager zu meinem Lager. Ohne Umwege. Ja. Kommt ja nur Scheiß raus, so mit Level 1 verzaubert, Alter. Ich muss da mal unbedingt bei der Kühe jagen. Die Leder, da ist die Leder. Geil. Schönes Deutsch. ich nichts wissen, ich hab's in Nese. Wie soll ich sagen? Das Leder, was bei mir im Lager liegt, liegen lassen. Okay. Brauch schon Bücher. Wenn einer Bücher hat, kann sie mir gerne abdrücken. Brauche ich alle. Ich hab keine. Ich will ein Dorf finden, dann könnten wir Bücher finden. Ja, guten Morgen. Wir haben die Insel wurde komplett erkundet. Ja gut, das ist wie Festland, aber halt mehr aussehen wie eine Insel. Hm. Und es wurde nichts gefunden. Ich glaube mal den Baum hier an der Kante. Traurig. Ich muss doch das Haus reparieren. Sonst werde ich heute noch erschossen.
Irgendwie komme ich nicht so richtig voran. Warum? Woran scheitert's denn? Ich weiß nicht. Fehlen die anderen Chaoten oder was? Nö, nö. Zombies, Creepers, Zombies, Creepers, Skelett. Ah, scheiße. Leute, kommt doch nicht alle auf einmal. Kommt doch nicht alle auf einmal, Leute. Leute, es geht bitte. Oder vier, okay. Keine Sau, oder kommen alle. Ja. Da weiß ich doch, wie ach, das ist. Mensch. Dir sollst du egal sein, wenn du abgeknallt wirst. Kriegst du eh alles wieder. Na, stimmt schon, aber... Ja, gut. Trotz des Keeping drin ist, sollte man trotzdem aufpassen, dass man nicht gerade hops geht. Ich würde es ja gerne einstellen, dass du 10-mal das Privileg hast, Keeping zu haben, und wenn du das 10-mal ausgereizt hast, dann ist es wieder wie vorher. Aber ich weiß nicht, wie man sowas einstellt. Ich habe prinzipiell immer Keeping Inventory drin, die Mod. Und dadurch machen ja die Creeper keinen Schaden mehr. Ich habe aber ein Projekt, wenn ich Keeping Inventory die Mod reinmache, dann hackt bei mir immer das Spiel zusammen. Okay. Also habe ich da mir ein bisschen anders geholfen. Ich habe Confetti Creeper reingemacht und halt diesen Comment reingeknallt. So machen die Creeper okay Schaden, ich habe mein Keeping Inventory. Okay. Jetzt bin ich runter, ich will wieder raus. Ja, nur am Rumleiern. Fenster. Hast du Fensterblöcke oder Fensterscheiben bei dir im Haus? Ach, scheiß drauf. Ich nehme beides mit. Braucht ihr Slimes? Ja. Bitte. Kannst du mitbringen. Brauche ich noch. Ich will, einen Geheimtunnel bauen. Bring ich mit. Nee, ist das jetzt ganz... Ah, nee, gut. Ich will einen Redstone-Geheimgang bauen. Den ich dann auch wieder in der Folge vorstelle. Das ist einfach zu hoch. Interessant, dass das dann so bleibt. Gut. Was? Ach nö, ich baue hier gerade lustige Sachen. Geil. Ich bin gerade unterwegs nach Hause. Nichts gefunden, nichts Interessantes gefunden. Mit das AOE ist doch scheiße hier in der Welt. Guti, so. Hallo, Ei, Hühner, Hund, wieso so geht das denn schon? Ei? Mensch. Was ist denn da? Was soll ich denn deine Slimes hinpacken? Oh nee, die Hexe hier. Meine Slimes? Hau ab. Oh, ja. Mal, ja, in der Kiste. Wo? Oben, unten ist eine Rispe. Hau rein. Okay, ich geh zu dir nach Hause und bring das da rein. Alter, wie viel FPS? 24 FPS plus, was ist hier los? Ich kann zwar nicht so oft trumpfen wie Herr Brian, aber ich hab 60. Jo, ich sehe dein Haus nicht. Ich hab Schankfehler. Logout, Login. Ja, oder nee, warte mal. Einfach mal A plus F4. Was? A plus F4, glaube ich, war das. Also A und F4 gleichzeitig. A und F4 klappt nichts. Bei mir ist Minecraft abgestürzt. Sehr schön. Ich logge mich mal wieder ein und aus. Yeah, ich hab ihn so für mich alleine. Fischi, hast du ernsthaft Alt plus F4 gedrückt? Was? Hast du ernsthaft Alt plus F4 gedrückt? Nein, habe ich nicht. Ich habe bin rausgejoint und eingejoint. Ja, ja. Ich hab A plus F4 gedrückt. Ich habe nicht oder Alt kann F4 auch F3 gedrückt. Plus Achso. A sein. Weiß nicht. Na, Alt plus F4 ist, am Ende ist das Spiel. ja, ja, jetzt weiß ich. Warte, leider nochmal, um den Dunkel zu laden. Ach, du kannst auch einfach die Sichtweite immer ins runterstellen und dann halt wieder zurück. Ach, keine Ahnung, das war doch die Position, die du hattest. Ich gehe jetzt F3 oder F4, ne? Ich weiß nicht. Kannst ja mal schlau machen, kurz. Ich gehe zu dir, jetzt gehe ich nicht. Kann ich dir die Slimes geben? So. Weil bei dir sind Creepers. Mach das. Hier, ich habe zwar nur 5 Stück, aber... Ja. 1, 12.
Ja. Meine freundliche Sekretärin sucht. Zum Beispiel, wenn man jemanden im Hintergrund sitzen hat. Einfach nur Junk neu laden. Auswählen. So. Ich hab dein Haus über ge. Ups. Gefickt, gefickt. Ah, das ist falsch. Keine Ahnung. Ja, was? Das Haus ist wieder ganz. Versuch mal A und F3 gleichzeitig. Hab ich ja schon. Warte. Da passiert nichts. Da passiert nichts. A oder Alt? A. Okay. Der erste Buchstabe im Alphabet. Ja. Irgendwie passiert da bei mir nichts. Doch, es geht. Doch, bei mir. Hä? A und F3 gleichzeitig. Also wirklich gleichzeitig drücken. Nicht eins und dann das andere, sondern... Da kommt doch eine Meldung im Chat. Stimmt. Ja. Jetzt lädt gar nichts mehr. Kaputt. Der Server wurde geschrottet. Nichts geht mehr. Ach nee, wir sind ja nicht so wie der eine YouTuber da. Ach so, ach ich bin doch dumm. Wieso? Ich hab die Stadt hier vor dem Haus von Prein und wunder mich, wo ist das Dach? Warum kommt oh, das bist nicht du blöd, wieder? Ey. Oh nee. Oh, scheiße, ey. Oh Gott, Leute. Ich glaube, die Arena macht halt Off-Stream-Projekt. sagt mir, was soll gemacht werden? Ich mach ein bisschen was für euch. Ich hab keine Ahnung. Hm. Bin zurzeit so ideenlos. Ich auch. Soll ich dir einen Untergarten unter dein Haus bauen? Was für ein Ding? Ach, kommt ihr Scheißviecher, stirbt ihr. Dieses fliegende Haus ist prädestiniert für was Kleines, was ich... machen würde. Ich würde hier unten drunter in der Größe von dem Haus, würde ich einen Untergrundgarten hängend unter dem Haus bauen. Okay. Wenn du magst. Ja. Hört sich cool an. Ich müsste halt bloß was Kleines mir machen am Anfang. Mann, diese Scheißviecher, Leute. Hat einer mal einen Eimer bei? Ein Eimer? Ach nee, lass stecken, ich hab schon. Diggi, du hast ein Ei gelegt, weißt du schon, oder? Gut. Warte. Creeper, geh weg, bitte, geh weg vom Haus, bitte. Hau ab da. Lass sprechen. Möchte ich, genau. Hart kommt, helfe ich. Oh, Trappies hab ich noch. Ach, noch ein scheiß Creeper. Wieso kommen denn alle Creepers hierher? Nee, ganz dicht hier. Gut, weg da. Ach hier, stellt euch dann mal in euren Häusern mal eine Kiste auf. Wo ich dann okay. das Präsent reinschmeißen kann. Warte, ich bin gerade... Hä, wo bin ich denn gespawnt, bitte? Bei mir, im Haus. Nein. Bin weiter weg von dir gespawnt. Du bist aber zuletzt bei mir im Haus gewesen. Ja, ich bin hier auf der Insel. Hinten. Ach, auf der Spawninsel dort hinten, ne? Ja. Das kann durch das Keeping Inventory kommen, dass das manchmal nicht direkt funktioniert. Ah, auf der Spawn-Insel müsste man eigentlich so ein Dings machen, ne? Ein Markt oder so. Kann ich machen, wenn ihr wollt. Du brauchst ja, glaube ich, oder irgendwie so eine Admin-Rechte, cool dass man das abreißen auch nice. Kann und hinbauen kann. Weil ich weiß. Oder? Doch, ich mich da jetzt. Was? Ich glaube, man braucht ja, um auf den Spawn-Bereich bauen zu können, brauchen wir ja, glaube ich, die Admin-Rechte. Das kann sein. Keine Ahnung. Da ich sie ja habe, kann ich es ja machen. Ich. Mal, oder in der nächsten Folge oder so. Mhm. Oh, bin schon ganz ruhig. Eichenholz, ja. Okay, jetzt sollte ja erstmal die Kiste bauen, hast du gesagt, ne? Könnt ihr dann auch am Ende machen. Das ist jetzt erstmal egal. Ja, ich brauch sowieso erstmal Holz. So, Gang Nummer 1 fertig. Ich mache hier mal in jeder Ecke mal ein Loch. Oh ja. Und mach's auch wieder weg. Mach du dort ruhig erstmal. Ich werde mich jetzt mal wieder an die Brücke dort machen. Sorry, das hört mein Minecraft so ein bisschen neckt. Ich weiß nicht, woran das liegt, Leute.
Mach mal Arbeits hier Festplattenbereinigung. Das nervt mich gerade richtig. Mach Festplattenbereinigung, hilf du mal am besten bei mir auch. Hm. Wollt irgendwas Laufwerk, machen? Laufwerk C und dann auf Rechtsklick Eigenschaften und dann bereinigen. Komplett. Special Tipp vom Informatiker. Im Laptop. Ich nehme gerade auf, deswegen ja. Meinst du mich oder was? Da möchte ich meine Folge kurz. Im Schnitt, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. Okay. Leute, ich bin auch gleich mal wieder da. Ich muss was regeln. Kurz mal. Fischi, hast du deine Folge jetzt beendet? Nein, er hat nur kurz Pause gemacht. Er macht deinen Schnitt. Naja, die Folge wäre jetzt eh zu Ende. Wir können doch noch kurz warten, oder? Ja, klar. Kein Problem, wir sind doch prädestiniert für XXL-Folgen. Also schlimm ist es doch nicht. Bloß ich würde gerne die Stunde hochladen. Aber das kann ich knicken. Ach, jetzt bin ich hier runtergeguckt, ohne da drauf zu kloppen. Oh, ich bleibe kloppen. Ich habe für die Bearbeitung, ne, der einen Folge, ja, da ist der Schnitt und alles noch nicht mitgerechnet. Alleine dafür habe ich glaube 3 Stunden gebraucht, den Mist hochzuladen. Okay. Mit der Vorbereitung und Veröffentlichung lieber vor 3 Stunden die ganzen Rotz. Ich lade das mal alles über Nacht hoch. Ja, bei mir kann ich nicht immer die ganze Zeit den Computer laufen lassen. Das ist. Ja, ich zieh's bei mir aufs Handy und lad's dann über die YouTube-App hoch. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Ich hätte ich hab ja ein extra Handy dafür, womit ich das mache. Ich kann ja auch warten, bis ich mal da von meiner Freundin bei der Mutter bin, die hat einen schnelleren Upload als wir hier. Mhm. Dann mach ich das dort schnell mit dem Handy. Gut, ich. So. Also, ich will mal kurz sagen zu dem Haus. Das sieht jetzt nicht mehr ganz so scheiße aus, weil es komplett fliegend ist. Es steht jetzt auf Stützen. Sieht ein bisschen cooler aus, finde ich. Ein Stelzenhaus. Ja, es geht aber jetzt, die Stelzen kann ich später auch wieder wegkrachen. Es geht nur darum, dass die Farben ich da schön platzieren kann. Ach, die können eigentlich auch bleiben. Ich würde es auch mit anderen, gar nicht so doof. Ich würde es auch da mit anderen Holz machen. Na ja. Birken, Stämme. Ja, genau. Noch eine Idee, warte mal. Hier ist doch das Gang. Hier ist die Treppe. Habe ich hier mal frei? Mal diesen. Dann kriege ich den hier hin. Dann mach diesen und diesen. Dann tschüssi. Ich wohne mitten im Haus, ist ein Loch. Achte, dass du nicht reinfliegst, das brauchst du, das Loch. Kann man dann auch noch oben weiterführen, was ich da baue dann. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du die Mod Roguelike Dungeon? Nee. Mit Mods kenne ich mich eigentlich fast gar nicht aus hier bei Minecraft. Wird Zeit, dass ich mal echt ein Mod-Projekt mache für uns. Dann lernst du einiges kennen. Ich sag nur mal, ich schick mal Gruß an Putzlabber raus. Ja, der hatte das Problem, bei ihm ging das nicht mit Mods und so. Und ja. So richtig. Und bei ihm scheitert es eigentlich nur an einer Mod und wir haben dann halt gesagt, ja gut, wir übernehmen das ganze Craften für dich, du kannst es nutzen und gut ist. Der kannte sich ja überhaupt nicht aus. Der hat den Tinkers Hammer in der Pfote gehabt und hat gestaunt, dass er 3x3 abbauen konnte. Oder von, ich habe ihm gezeigt, dass er mit Draconic Evolution keine Dynamit mehr braucht. Weil alles das, was er mit Dynamit immer weggeknallt hat, konnte er mit Draconic Evolution ohne Probleme mit einem Schlag wegkrachen. Ja. Mit einer Schaufel oder mit so einer Death of Power, wie das Ding da heißt. Da hat er gleich mal 7x7x7x7 weggekracht.
Einmal. Und da war es egal, was für Material. Ja. Der war total total verblüfft davon. So, ich hab den Keller fertig. Gefällt er dir? Ich bin gerade nicht da. Schade, weil der Keller ist nämlich gerade echt lustig. Weil da gibt's doch keinen Keller, da können sie dich alle wegsnipen ohne Ende. Och Mensch. Will mich dieses dumme Scheißding verarschen oder was? Ich spiele ja gerade offiziell ja was eigenes, ein bisschen verändertes Modpack, das nennt sich ja, Projekt Ocean nennt sich das. Okay. Das habe ich mir ein bisschen umgebaut und umgepitzelt. Also bei mir bleibt kein Modpack so, wie es original irgendwo angeboten wird. Es wird immer verändert. Ja. Und ja, ich werde mal bei Gelegenheit mal gucken. Dann werde ich das Modpack mal wieder hochladen auf dem Server, was wir schon haben. Wo wir schon zusammen gespielt haben. Du noch nicht, aber ein paar Leute haben schon mitgemacht. Na, ist nicht euer Scheiß, fuck ernst. Könnt ihr mit drauf joinen. Jo. Ihr müsst euch halt nur Teamweaver auf dem Computer knallen, denn ich muss das Modpack bei euch einrichten. Mhm. Gucken, ob alles funktioniert und so weiter. Dann kann es losgehen. Dann könnt ihr jederzeit rund um die Uhr auf dem Server joinen, das ist egal. Auch jeder, der mitmacht, kriegt OP-Recht und ein Hummer dran. Ja. Weil irgendwie ist das so komisch bei Nitrado, wenn irgendwie, ich mache ja mit Mods rum da. Also fummel mit Mods da lang. Und da ist das Problem, das ist meistens dann, wenn ich dann die Mods dann halt drin habe, dann kannst du meistens im Normalmode nicht mehr abbauen. Okay. Warum auch immer. Ich bin schon wieder abgestürzt. Deshalb kriegen von mir automatisch alle OP-Rechte. Und das hat schon dann auch nichts mehr in dem Fall mit Vertrauen zu tun, wie du zum Beispiel mit den Serverdaten, sondern einfach nur, weil es so scheiße ist, den anderen gegenüber, weil ich kann alles machen und die nicht. Oh. Weißt du? Ja, erstmal hier das Hühnchen wieder anbinden. Hm. So. Vor allem, was mir auf den Sack geht, ich weiß ja nicht, ob du das Problem auch hast, mit meinen Kommentaren, ja. Melden sich irgendwelche amerikanischen Fatzkes und gehen mir immer mit dem Spruch auf und sagen, liked meine Seite. Okay. Das nervt mich wohl. Also ja, Fremdwerbung, wer sowas ja abzieht bei mir, kriegt eine Ermahnung. Und wenn sie dann immer nicht lassen, fliegen sie auf Block. Ja. Das geht mir so auf den Pinsel. Wenn ich irgendwelchen amerikanischen Affen da angucken will, da gehe ich auf YouTube direkt auf den ihrer Seite. Und liked das doch nicht noch extra meiner Sendung. Was soll denn der Mist? Sieht aus wie der Wohlfahrt? Schenken, ey. Oder? Ja, klar. Dass du so nicht das Problem hast, dann bewundere ich dich. Ach nö, also ich habe schon ein paar sinnlose Kommentare. Einer, ach, der hat die ganze Zeit immer rumgeheult, ich soll auf sein Teamspeak kommen, also auch Englisch. Und der braucht Hilfe, keine Ahnung, was er hatte. Bin ich aber nie hingegangen. Ich habe immer ignoriert, teilweise auch wieder gelöscht. Dann war noch ein Kommentar, die hat immer geschrieben, ich soll deren Instagram-Profil liken. Ja, das meine ich ja so ein Blödsinn. Ja. Weißt du, wenn dann solche andere Fritzke da in auf den Sack gehen, liked meinen Kanal und ich like euren. Das war ich auch gleich, weißt du, fuck you, Mother und gut ist. Was soll denn der Blödsinn? So like-geil bin ich nicht. Solche Leute kann ich echt, weiß Gott, scheißen. Oder? Jo. Ich bin ja nicht so wie andere, die jedes Mal... Ich beziehe mich mal auf anderen YouTuber, ich nehme mal jetzt Aerosol HD. Der geht voll auf den Säcke mit seinem Videos jedes Mal. Vergesst den Like nicht, kommentiert mich. Also jetzt mal müssen wir mal Video einem bleiben. Wenn es jemandem gefällt, dann würde er das schon liken und... Ja. Ich mach das Ganze auch nie nur, damit ich hier erfolgreich werde oder sonst was. Ich mach das, weil es mir halt Spaß macht und wenn es halt keiner guckt, dann macht mir das auch nicht viel aus. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel, haut mir in die Kommentare, wenn ihr Verbesserungsideen habt, aber wenn ihr eher wisst, wie es geht, dann ist das ja in Ordnung, ne? Ja, genau. Das ist ja... Wie zum Beispiel, wenn jetzt einer, zum Beispiel klipp und klar zum Beispiel so, ich hab so einen anderen YouTuber mal gesehen, mit dem Spruch,
wenn ihr es liked, dann sehe ich, dass ihr das wollt, dass ich das mache. Das ist einfach nur Like-Haschen. Ja. Das ist... Boah. Nein, die Küche, ey. Das sind so typische YouTuber, wo ich gleich von früh bis Abend nur reinkloppen kann. Ja. Leute. Ja. Nehmt ihr noch auf? Ja. Ja. Wir warten nur auf dich. Die Folge geht extra länger, nur weil du gerade nicht da bist. Jo Leute, willkommen zurück. Und er ist geflogen. Ich. Was? Ja. Ich hatte gerade ein Problem gehabt. Mein Neffe ist jetzt so eine Woche hier zu Besuch und der wollte unbedingt irgendwie was hören, so ein Hörspiel. Leider haben wir aber kein CD-Player hier irgendwie. Schon kein Fernseher und keine Boxen jetzt gerade da. Ja, dann habe ich gerade versucht, den alten Laptop anzumachen, aber der hat sein Bildschirm. Also ist das alles gerade unmöglich irgendwie hier zu regeln. Du leckst den und der will einfach nicht. Na, meine Leute verstehen mich ja. Und er will einfach nicht schlafen, der kleine Mann. Ach Mensch. So. Und ich räume die Zimmer aus. Mein ganzes Zimmer sieht schon aus wie Sau. Echt. Wir müssen ja auch noch Kinderzimmerrenovierung machen. Das sieht dann auch aus, gerade aktuell sieht es raut und Rüben da drin. Der ist ja zum Glück gerade nicht da, da geht das. Der hat Oma besucht gerade. Oma besucht. Wo noch Tantchen noch da ist. Von drüben aus dem Westen, dann passt das. Was? Jo, genau. Wieso bin ich eigentlich bei Martin? Ja, aber wir können ruhig jetzt die Folge beenden, dann ist es bei mir halt eine kürzere Folge. Ist ja alles kein Ding. Nee, wir waren eher am Ende, wo du aufgehört hast. Alles gut. Naja, ich weiß ja nicht, wie lange ich aufgenommen habe vorhin. Na auch 20 Minuten. Wir waren bei 20 Minuten, wo du vorhin abgehauen bist. Ach, sind wir jetzt bei einer neuen Folge? Nein, oh, fishy. Wir sind immer noch bei derselben Folge. Genau. Wir haben extra nur gesagt, weil du nicht da bist und der Abschied, da soll ja alle in der Dings verfügbar sein, läuft weiter. Ach so. Ja. Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Du sollst deinen Tschüss mit dazugeben, meine Fresse. Ach so, also wollen wir jetzt die Folge beenden. Genau. Gut, sag das doch, habe ich doch gesagt. Gut, ja. Leute. Dann war's das jetzt wirklich von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir sehen uns. Bis später und ich muss mein Aufnahmeprogramm suchen. Moment, ich hänge mal kurz nicht mit rein. Haut in die Kommentare, was ich als nächstes Großprojekt technisches bauen soll. Na, das könntet ihr auch mal schreiben, also Wünsche, was wir mal bauen sollen, einfach. Bei welcher Minute wir abkratzen sollen. Leute. Genau. Haut da rein und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen, reingehauen. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.